Die Aufgabe 15 sind zwei Aufgaben zur Kettenregel. Kettenregel ist ähnlich einfach wie Produkt- oder Quotientenregel, wenn man die Funktionen wieder sauber trennt. Sauber trennen heißt in diesem Fall, man muss die äußere Funktion von der inneren Funktion unterscheiden. Ich werde sie Ihnen einfach mal farblich markieren in dem Y, denn die äußere Funktion ist das, was außen drum rum ist. In der Aufgabe A die Wurzel. Man kann das auch als hoch ein halb schreiben, die Wurzel. Denken Sie an Ihre Überlegungen zu Potenzen. Und hoch ein halb kann man wieder ganz vernünftig ableiten. Denn jetzt hier, ich kann ja hier nicht ein x reinschreiben. Das x ist ja hier schon als Variable vergeben. Ich nehme das Ganze mal als z. Die Wurzel von z halt als Ableitung 1 halb, Exponent nach vorne, z hoch minus 1 halb, denn 1 halb minus 1 ist minus 1 halb. Und dann das, was hier drin steht, ist die schwarze Funktion, also die 3x² minus 3. Und die werden auch separat abgeleitet, also 3x² abgeleitet, Summenregel einzeln betrachtet, sind 3 mal 2 sind 6, x Quadrat 2 minus 1 ist 1, also 6x. Die 3 ist ein konstanter Faktor, der fällt weg. Jetzt wird mit Kettenregel abgeleitet, und zwar y' ist die äußere Funktion abgeleitet, wobei das Innere an der Stelle, wo steht, immer stehen bleibt. Das heißt also, diese Variable z, wenn hier überall, wo die auftaucht, wird sie eingesetzt und dann abgeleitet. Erst im Nachgang. Die Ableitung kommt als multiplikative Verknüpfung hinten dran. Und dann kann man das Ganze umformen. Hoch ein minus 1 halb ist 1 durch letztendlich Wurzel 3x² minus 3. Dann haben wir hier noch mal 1 halb. Und da hinten 6x. Und dann können wir noch die 2 gegen die 3 mal 2, also das hier ist ja 2 mal 3, da können wir dann auch noch die 2 letztendlich dagegen kürzen. Und dann haben wir als Ergebnis stehen da 3x durch 3x² minus 3. Achtung, hier bitte nicht einfach die 3 rausziehen aus der Wurzel, denn das ist ja noch letztendlich Wurzel 3. Und das kann man zwar kürzen, ist aber ein bisschen aufwendiger. Würde ich an dieser Stelle auch normalerweise nicht machen. Nochmal eine Aufgabe zur Kettenregel. Hier wieder die äußere Funktion in Rot. Äußere Funktion wird separat abgeleitet, wie wir das kennen, als 3x². Und die innere Funktion, die schwarze, wird ebenfalls hergenommen und separat abgeleitet. 4 mal 4 sind 16, x hoch 3, 3 mal 3 sind 9, x Quadrat, 2 mal 2 sind 4x. Dann haben wir äußere Ableitung, innere Funktion wird direkt, bitte daran denken, die hier wird immer da einfach reingeschrieben. Also die Originalfunktion, da kommt nichts Abgeleitetes rein. Das ist einer der häufigsten Fehler bei der Kettenregel. So, und dann wird das Ganze mit der Ableitung erst multipliziert. Erst da kommt die Ableitung von dem Ding ins Spiel. Und wenn Sie das beherzigen, können Sie auch die Kettenregel. Nochmal zum Verständnis, vielleicht zum Abschluss ein zusätzliches Beispiel. (2x + 1 hoch 4 + 2x + 1 hoch 3 + 2x + 1). Da sehen wir jetzt hier in diesen Klammern immer die gleiche Funktion. Das heißt, unsere äußere Funktion könnte diese sein. Was haben wir dann? Unsere äußere Funktion u von z wäre dann z hoch 4 plus z hoch 3 plus z. U' von z wäre dann damit
4z hoch 3 plus 3z Quadrat plus 1. Und die Ableitung von dem Inneren ist nur 2. Also unsere Funktion z von x wäre ja dann 2x plus 1. Das ist die Funktion, die innen drin steht. Und wenn man die ableitet, ist es nur eine 2. So, und wenn man jetzt y' bildet, dann nimmt man die Ableitungsfunktion u' von z und schreibt überall da, wo das z steht, die Originalfunktion wieder hinein. Also 4 mal Klammer auf 2x plus 1 hoch 3 plus 3 mal Klammer auf 2x plus 1 hoch 2 plus 1. Das Ganze ist mein u' von z. Das soll wieder multipliziert werden mit der inneren Ableitung mit 2. Man kann das natürlich auch anders machen. Man kann hier eine Kettenregel drauf anwenden, da eine Kettenregel drauf anwenden, das einzeln ableiten und dann hinterher das Ganze wieder ausmultiplizieren. Kommt aber exakt genau dasselbe heraus. Also wie Sie das machen, ist am Schluss egal, aber hier sollte noch einmal die Kettenregel vorgeführt werden.